Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen Survive the Nights. Waren zum Parkplatz gelaufen, dort sollten wir jetzt das Fahrzeug zum Laufen bringen. Ich hatte mich ausgeloggt und wollte das heute mit euch gemeinsam tun, aber ihr seht, die Fahrzeuge sind weg. Entweder gibt es den Ladebug oder es lag daran, dass wir uns hier in dem Häuschen eingenistet haben. Auf jeden Fall sind jetzt hier keine Fahrzeuge. Ich habe auch nochmal einen Relog gemacht, die kam nicht wieder. Also Möglichkeit Nummer 2. Wir suchen uns einfach einen neuen Parkplatz. Der ist jetzt nicht so weit weg, liegt sowieso auf dem Weg. Ich markiere mal 1038 Meter und ich versuche mal mit der Shotgun unterwegs noch das ein oder andere Tier zu erlegen. Denn wir haben nämlich verdammt viel Hunger. Und die paar Cracker, die ich noch einstecken habe, das ist nicht viel. Das bringt nicht viel. Von daher versuche ich das einfach mal. Den Zombies versuche ich jetzt hier erstmal zu entkommen. Mal schauen, ob es klappt. Wir müssen jetzt keinen unnötigen Stress haben. Wir wollen zum Parkplatz. Wir haben eine Mission. So, was haben wir denn hier? Kleines Zelt, ein paar Zombies. Die könnten wir vermöbeln. Ja, sind doch ganz schön viele. Sind mir zu viele. Wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir dort ankommen, müssen wir den Parkplatz wieder säubern. Wollen versuchen, auch das Auto flott zu machen. Und dann müssen wir uns natürlich noch verschanzen und auf die kommende Nacht vorbereiten. Ah, sehr schön, Munition. Zwei Patronen. So, kein Platz im Inventar. Liegt daran, dass ich jetzt noch mal einen Baum geschlagen hatte. Da hatte ich jetzt mich erstmal mit Holz wieder voll eingedeckt. Und hier überall die Zombies. Guck mal, es gibt ja überall ein paar kleine Häuser. Ja, doch, die sind schon eingezeichnet. Man sieht sie noch wirklich ganz schlecht. Oben haben wir noch ein Haus, das wird mein nächstes Ziel werden. Ja, ich hatte zuerst überlegt, ob ich denn den Schnitt setze und euch dann einfach am nächsten Parkplatz wieder mit dazu hole. Aber wir wollen ja auch ein bisschen die Karte sehen, ein bisschen die Karte kennenlernen. Wo befindet sich was? Da haben wir noch ein Fahrzeug. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Pickup, wartet mal. Wir haben hier eine Kiste drauf. Können Platz nehmen, das wollen wir nicht. Oh, verdammt. Kommt man hier wieder raus? So, es fehlt ein Vergaser, es fehlen 4 Zündkerzen, es fehlt ein kurzer Ölfilter. Wir könnten aber vielleicht, warte mal, wir haben doch den Benzinkanister gefunden. Der hat 12 Benzin drin. Und wo ist denn jetzt das ganze Holz? Da würde ich mal etwas wegtun. So, mehr nicht. Nehmen wir mal die Lichtmaschine mit und Kühler kann man gar nicht ausbauen. Zündkerzen. Also Lichtmaschine und zwei Zündkerzen haben wir jetzt mitgenommen. Drei von 110 Kilo Tragkapazität haben wir jetzt.
Ah, wir haben immer noch viel Hunger. 150 von 100. Oder nee, von 1000 AP. Das sieht wieder aus wie so ein Starterhaus. Weiß nicht, ob es da jetzt unbedingt Essen drin gibt. Alten Hausbesetzer. So, wir gucken mal schnell durch. Feuerstelle hätten wir. Hier steht was drin. Rinderragout. Verbrauchung, wartet mal, wir nehmen das mal. Nee, müssen wir kochen. Das heißt, wir machen mal das Feuer an. So, zünden unseren Knüppel an. In der Zeit, wo das köchelt, gucken wir nochmal. Hier hätten wir auch einen Ofen gehabt. Was liegt hier? AA-Batterien. Ich nehme sie einfach mal mit. Geht's denn nicht? Weil wir zu voll sind vielleicht? Tatsächlich. Konnte das nicht in die Hand nehmen, weil ich schon zu viel Gewicht geladen hatte. So, los, komm. Also wir haben Benzin damit, wir haben Zündkerzen damit, wir haben einen kurzen Ölfilter mit. Jetzt brauchen wir bloß ein Fahrzeug, wo der Rest drin ist. Wir haben Vergaser, Zündkerzen. Der hat ja gar nichts drin, aber hier. Benzin nehmen wir mit. Wartet, hier gibt's Wild. Jupp. Das hat funktioniert. Darauf trinkt man es erstmal. Ein Schluck Kantinenwasser. Ich dachte eigentlich, der füllt jetzt das Wasser wieder auf. Klappt hier wohl nicht. Sehr schön. 5 Fleisch gab's. Ist die Shotgun doch zu was gut? Ja, braucht man gar nicht mehr durchsuchen. Bin so gut wie überladen. Jetzt machen wir schnell hier alles platt. Das sieht gut aus. Kommen Zombies hier.
Und gerade Steam-Errungenschaft freigeschalten. 100 Zombies gekillt. Gucken wir mal, vielleicht doch eine Patrone oder sowas drin. Das läuft ja hier heute. So, los, suchen wir uns mal ein schönes Fahrzeug. Hier haben wir einen Jeep. Ja, gefällt mir. Hä? 32%. Vergaser kann man auch nicht ausbauen. Dem fehlt ein langer Ölfilter und Zündkerzen, also wir brauchen nur einen langen Ölfilter. Keilriemen, Zündkerzen. Oder kann ich das nicht rausnehmen, weil ich beladen bin? Altmetall. Ja. Kurzer Ölfilter. Ich kann es nicht rausnehmen, weil ich beladen war. Das ist so ein cooler Pickup hier. Dem fehlt aber alles. Mal. Vergaser, Zündkerzen und ein kurzer Ölfilter. Das bekommen wir hin. Der hier. Oh, Shotgun. Oh, das sieht gut aus hier. Sagten die Uhr, ein Ohr ist noch okay. Ach, hier eine Werkbank, super. Und der Aufenthaltsraum. Das ist eigentlich so was Gutes für die Nacht, würde ich sagen, hier oben. Haben wir eine Tür noch zu bewachen. Das werden wir, denke ich mal, so im Auge behalten. Hier haben wir noch Ravioli. Guck mal, 9 von 10 Sicherung. Ist auch schon fast fertig. So, was hat denn der drin? Ich habe vergessen. Brauchten wir eine Lichtmaschine oder einen Vergaser? Wenn wir den flott machen, der ist ja 97% fertig. Vergaser. Und hier machen wir Zündkerzen. Unseren kurzen Ölfilter, den finden wir.
Ihn finden wir. Okay, leichte Startschwierigkeiten. Ob euer Pferd. Ich suche gerade die Taste, wie er wieder ausgeht. Super. Ladefläche bald verfügbar. Schade. Er hätte jetzt eine Ladefläche. Ich glaube, hier fehlte mehr. War. Vergaser, Kühler, Lichtmaschine. Ich guck mal, ob wir den hier flott machen. Vergaser. Er hat einen Kühler drin. Kühler und kurzer Ölfilter. So, jetzt geht's. Halt. Noch das Benzin mit. So. Das sieht aber ganz schön schäbig aus. Ja gut. So, den haben wir bereit. Jetzt können wir ja sagen, Altmetall erstmal rüber. Kombinationsschloss rüber. Nehmen wir das jetzt als fahrende Ressourcenkiste. Lichtmaschine brauche ich nicht. Würde ich wegschmeißen. Sauberer Stoff, Zündkerze, Tomatensamen, Feuerwerkskörper, Kanister, Nägel, sind auch sehr viel. Patronen, weiß ich leider nicht, was die wiegen. Ja, doch, wiegen ganz schön viel. 12 mm. 9 mm, können rüber, Antibiotika, Bandagen, Erste-Hilfe-Kasten, Froschfleisch. Dürfen nicht vergessen, nicht, dass es vergammelt. Armbrust, rüber. Gewehr. Entschuldigung. Rüber, ist zwar geladen, aber wir haben ja noch neues Gewehr gesehen und wir haben noch eine Menge Patronen einstecken.
Guck mal, 67%. Auch den Knüppel. Den Knüppel könnte man neuen gebrauchen. Kommt bestimmt wieder bloß Schrott raus. Drei Uhr nachmittags ist in Ordnung. So, hier haben wir die Werkbank. Abgesägte doppelläufige Schrotflinte ab Level 18. Ich weiß gerade nicht, was man so an so einer Werkbank herstellen könnte. Keilriemen, okay. Schaufel. Können wir mitnehmen. Auch wenn es nur in Pickup ist. Bilder. So, seht ihr, genau. Ich wollte mal den Quatsch hier einbauen. Benzin nicht. Ich hatte, glaube ich, noch eine Lichtmaschine einstecken. Mal kurz auf der Karte, wo wir uns befinden. Wir haben eine größere Stadt. Sag mal, wir brauchen natürlich auch was später dann fürs Looten. Hier haben wir Feuerstation, Flughafen, auch interessant. Ja, hier so irgendwo in dem Bereich müsste man sich ansässig machen. Die Wege sind relativ kurz zu fahren. Im Auto, das sollte kein Problem sein. Tankstelle, haben wir hier. Waffenladen. Ja, machen wir dann spontan. Jetzt tun wir erstmal ein Feuerchen. Ein Feuerchen machen. Lagerfeuer herstellen. Dann eigentlich auch einen Schlafsack. Immer den Schlafsack am Auto bauen. Was fehlt uns da? Sauberer Stoff. Den haben wir ins Auto gepackt. So, vielleicht dahin, wo wir nicht gleich reintreten. Ich kenne mich. Apropos, können wir denn überhaupt hier diese Dose jetzt an dem Lagerfeuer grillen? Weiß ich gar nicht, ob das geht. Das Hirschfleisch. Ahnung.
Scheint nicht zu gehen. Bleibt roh. Auch eine bessere Feuerstelle. Ah, wir lassen das mal für die Nacht. Die Nacht bleiben wir dann hier oben. So, Schaufel rüber. Den Platz machen. Fleisch, Ravioli, Cupcake, schwache Bretter, Stachelbarrikade. Axt, Hammer, irgendwas wiegt verdammt viel. Leere Dose. Flasche leer. Ja, lass mal gucken. Dass wir hier vielleicht was zum Grillen finden. Drüben haben wir noch Häuser. Ach, das ist eine doppelläufige. Und wir hatten 6 Schuss. Okay, okay. Müssen wir auch aufpassen. 2 Schuss, dann war's das. Oh. Baseballschläger. Besser wie unser Knüppel. Hier. Ich höre es schon brutzeln. Der brennt sehr schön. Ich sag nicht, wir sind schon wieder voll. Ja. Holzknüppel fallen lassen. Froschfleisch gekocht essen. Was sagt die Uhr? 7 Uhr. Okay, wir müssen uns sputen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen uns sputen. Komm schnell. Losch. Schnell, koch. Nehmen wir es roh mit. Sollte passen, oder? Hier war noch keine Tür. Wenn wir die hier direkt abfangen, Rückzug, nächsten Raum und zum Schluss könnten wir ja ganz hoch gehen. So, unser Hirschfleisch. Oh ja, das hat uns gesättigt.
Die Frage ist nur, vergammelt das irgendwann? Kalorien 450 und das Rohr. Krankheitswahrscheinlichkeit 80%. Wasser müssen wir noch besorgen. Wasser. Wasser, na klar. Da reicht ja eine Toilette. Da hat ja eine normale Toilette gereicht. Da konnten wir uns die Flasche auffüllen. Ja, haben wir ein bisschen Zeit hier, um das Ganze mal durchzuschauen, was es vielleicht noch Neues freigeschalten ist. Und das schwache Brett. Weltflasche haben wir, Bandagen haben wir, Lagerfeuer, Schlafsack ist hier drin. Wo ist ein Kochtopf? Könnten herstellen Drahtspule, Bolzen. Aber wozu? Boah, das ist aber ruhig die Nacht. Werkzeuge, Kompass brauchen wir nicht. Es gibt inzwischen eine Karte. Früher soll es wohl keine gegeben haben. Baseballschläger mit Nägeln ab Level 12. Tja, weiß ich auch nicht. Haben wir überhaupt eine Horde die Nacht? Ich glaube, wir haben keine. Da stand vorne eine Info, ich konnte es aber nicht entziffern. 11 Uhr abends haben wir es jetzt. Aber ich muss jetzt hier nicht drin rumlungern. Ja, wir sind immer überladen. Sind immer überladen. Was ich nicht verstehe, diese Werkbank hier. Herstellen. Ressourcen, Lagerfeuer, Grill. Aha. Das könnten wir also auch herstellen, wenn es uns mal irgendwo unterwegs überkommt, ein Stück Fleisch zu grillen. Ja gut, würde ich sagen, diese Nacht könnte etwas langweilig werden. Aus folgendem Grund würde ich jetzt diese Folge beenden. Ich warte auf die Nacht, dann schnappen wir uns das Auto und werden uns mal, ja, weiter voranmachen. Powerstation, hier haben wir noch ein Elektro-Travo-Häuschen. Hardware-Store, ja, gucken wir mal. Dass wir vielleicht hier hinfahren, hier gibt es viele kleine Häuschen. Liegt auf dem Weg, dann vielleicht mal hier am Waffengeschäft vorbei. Machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht und ich sag mal.
Gut machen. Bis später.